Wunderschönen guten Tag, Friends. Heute gibt es wieder ein Video für Team Günstmus. Ihr habt wahrscheinlich alle das Video mit der Beauty Blender Foundation gesehen, die extrem überhyped wurde. Aber ich dachte mir, wir wären nicht Team Günstmus, wenn wir nicht eine günstige Alternative hätten. Und ich weiß nicht, ob ihr noch einen Unterschied sehen könnt in meinem Gesicht. Ich sehe keinen. Ich habe sogar schon vergessen, welche Seite welche ist. Dann schaut einfach zu und spart ein bisschen Geld. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich bin heute Nacht aufgewacht, weil mein Handy geklingelt hat, weil ganz, ganz viele Kommentare von euch reingekommen sind. Und ich lese sie dann auch immer die ganze Nacht. Und während ich so die Kommentare, und das ging vor allen Dingen in letzter Zeit sehr, sehr häufig um die Beauty Blender Foundation, mir das so durchgelesen habe, ist mir eine Idee gekommen. Und mir ist aufgefallen, dass viele von euch einfach eigentlich von dem Finish und von allem begeistert sind, aber es nicht einsehen oder es vielleicht auch nicht können, die 40 Euro für diese Foundation zu bezahlen. Und das verstehe ich absolut. Ich glaube, dass ich sie auch nicht mehr nachkaufen werde. Aus dem einen Grund, es ist nicht die beste Foundation, die es auf dem Markt gibt. Für mich zumindest nicht. Und ich teste hier gefühlt im Monat 5 Foundations und ich habe schon so viele. Und wenn ich mir dann wieder was nachkaufe, dann ist das Problem, dann geht die eine wieder nicht leer. Und ihr werdet es gleich sehen an der Maybelline Supercell Foundation, dass das einfach irgendwie bei mir nicht leer wird und ich mir ganz, ganz selten etwas überhaupt nachkaufe. Was ich heute machen möchte, ist, ich möchte euch auf der einen Seite nochmal ein intensiveres Feedback zu der Beauty Blender Foundation geben. Ich habe sie jetzt eine Woche lang getestet, kann also so ein bisschen besser sagen, wie ich sie jetzt wahrnehme, wie sie sich trägt, was ich für Eindrücke habe. Und auf der anderen Seite möchte ich mit euch einen Dupe erstellen. Und zwar geht es darum, dass wir einfach eine Alternative zu diesen 40 Euro für die Beauty Blender Foundation haben und das mit Produkten aus der Drogerie, die ihr günstiger nachmachen könnt und ihr das exakt gleiche Ergebnis habt. Und damit das Ganze nicht langweilig wird für die Leute, die beide Videos schon kennen, wo ich die Maybelline Supercell Foundation teste und die Beauty Blender Foundation als Review, was ich euch hier oben in der Ecke verlinke, möchte ich euch einfach so ein bisschen mitnehmen, um euch beim ganzen Make-up-Prozess so ein bisschen teilhaben zu lassen, weil ich habe gemerkt, dass in den letzten Tagen einige Leute dazugekommen sind. Das freut mich unglaublich. Und damit ihr so ein bisschen mehr über mich erfahrt und wisst, wie ich mein Make-up mache, machen wir das Ganze heute alles zusammen. Das Einzige, was ich schon gemacht habe, sind meine Augen, weil das war einfach für mich so ein Test, eine neue Palette auszuprobieren. Das ist die Anastasia Soft Glam Palette. Ich glaube, da habt ihr schon 1000 Videos zugesehen und ich glaube, da bin ich ein bisschen spät dran. Gut, mein Gesicht habe ich eingecremt. Ich benutze von Clinique diese Moisture Surge Creme, damit das Ganze einfach schon einziehen kann. Und als Primer nehme ich im Moment total gerne von Jade diesen Pore Filling Primer. Ihr könnt jeden anderen Pore-Filling Primer ausprobieren. Es kommt bald von Essence ein sehr, sehr günstiger raus, der eigentlich exakt dasselbe können soll wie der von Benefit. Auch der ist sehr, sehr gut. Ich habe jetzt den hier und davon nehme ich mir so eine kleine, wirklich ja, winzige Größe auf meinen Handrücken und setze das primär erstmal dahin, wo ich große Poren habe. Und das ist im Moment bei dem Wetter hier um die Nase herum und hier so ein bisschen auf die Stirn. Es mattiert extrem stark die Haut, es verschließt die Poren und es hindert eure Haut daran, dass sie stark ölt. Was ganz wichtig ist, ist, dass ihr abends wirklich, wirklich, wirklich ganz, ganz gründlich euer Make-up entfernt, weil dadurch, dass hier Silikone drin sind, setzen sie sich auf die Poren, die können die Poren verstopfen und ich empfehle euch da immer so eine elektrische Bürste. Ich setze euch das Ganze mal in die Infobox. Gut, wenn das eingezogen ist, gehe ich mit einem Setting Spray einmal übers Gesicht, damit ich so ein bisschen Feuchtigkeit habe. Ich benutze davon jetzt von MAC das Prep and Prime. Das ist das mit Kokos. Ihr könnt aber auch das Isana Wasserspray nehmen. Also ihr wisst, Team Günstmus ist am Start und das ist auch der Grund dieses Videos. Ich weiß, dass wir Geld sparen wollen. Wir müssen Geld sparen. Wir müssen keine 40 Euro für eine Foundation ausgeben. Deswegen machen wir heute dieses Video. Wenn das Ganze eingezogen ist, mache ich jetzt auf der ersten Seite die Beauty Blender Foundation. Einfach, dass ihr so einen Side-by-Side-Vergleich habt. Ich sage es ganz kurz vorneweg schon. Die Farbe wird natürlich ein bisschen anders sein, denn diese Farbe ist am Anfang zumindest recht gelb und die Maybelline Superstay, die wir auf der anderen Seite verwenden werden, passt eigentlich ganz gut. Ich mache jetzt einmal die eine Seite. Das ist genau das Problem, was ich, gut, dass es jetzt vor der Kamera passiert ist, wenn man drückt und das nicht so schräg hält und nicht leicht genug drückt, dann fliegt euch die ganze Foundation durch die Gegend. Das ist mir jetzt, glaube ich, schon 5-mal passiert und ich habe es immer noch nicht gelernt. Ihr müsst ganz leicht nur drücken, sonst fliegt euch die ganze Foundation durch die Gegend, so wie es mir eben passiert ist. Gut, das arbeite ich mit meinem Ebelin-Schwamm ein, den mag ich total gerne. Ich habe auch einen Real Technique Schwamm, den finde ich auch gut. Ich finde es halt einfach nur schade, dass er viel zu schnell kaputt geht. Ich habe eben gerade, bevor ich dieses Video gesehen habe und während ich mein Make-up gemacht habe, mein Augen-Make-up, ein Video gesehen von Niki Tutorials,
wo sie einen neuen Beauty-Blender austestet. Ich werde den gleich mal bestellen und schauen, dass ich euch das Video so schnell es geht hochstellen kann, weil das hat mich wirklich umgehauen. Schaut da mal bei Niki Tutorials vorbei. Das ist ein, was komplett anderes und ich freue mich mega, wenn das Ding ankommt. Wenn ihr mich schon ein bisschen länger guckt, dann wisst ihr, dass ich extrem lange meine Foundation einblende. Wenn ich viel Zeit habe, dann kann das Ganze auch ruhig mal 10-15 Minuten dauern fürs gesamte Gesicht inklusive Concealer, weil ich gelernt habe, dass es, je länger ich mir Zeit für die Base lasse, desto besser wird das Make-up auch. Einige von euch halt neu sind hier, möchte ich euch auch so ein paar meiner Lieblingsprodukte zeigen. Ich benutze diese Kombination schon eine ganze Weile und sie hält für mich den ganzen Tag und sie sieht flawless aus. In den letzten Videos habt ihr mich halt immer schon mit fertiger Base gesehen, heute zeige ich euch aber das Ganze mal, wie das komplett aussieht. Gut, die eine Seite ist fertig. Ihr könnt sehen, die Farbe ist jetzt noch ein bisschen gelb. Das kriegen wir aber nachher hin. Was ihr vielleicht, ich weiß nicht, wie ihr es in der Kamera erkennen könnt, seht, ist, dass die Foundation recht dewy ist. Sie ist nicht komplett matt, sondern sie hat so ein Velvet-Finish. Also das heißt, es ist nicht ganz matt, es ist aber auch nicht dewy, sondern es sieht so natürlich aus. Und das Ganze wollen wir kopieren heute. Und das tun wir mit einer Drogerie-Foundation und etwas anderem. Ich benutze hier von Maybelline die Superstay 24-Stunden-Foundation. Das ist jetzt die Farbe 40 vorn. Die könnte jetzt vielleicht ein bisschen hell sein. Ich will aber gucken, dass es so ein bisschen zu meiner Beauty-Blender-Seite passt, weil ich wollte heute so oft noch rausgehen und ich glaube, das wird schwierig, wenn ich hier beige bin und hier gelb. Ich mache das Ganze auch hier auf dieser Schale vom Beauty-Blender. Ich finde, das ist eine super gute Sache, die sich Beauty Blender da einfallen lassen hat, dass man das einfach schön mischen kann. Und ich gebe mir davon einfach so ein paar Pumpstöße. Die ist schon fast leer. Gut, das sollte reichen. Und dann nehme ich von Love die Love Glow Highlighter Drops. Die gibt es in verschiedenen Farben. Ich habe mich jetzt für die hellen entschieden. Ich habe die auch noch in dunkel. Das ist aber zu dunkel für diese Foundation. Und die könnt ihr euch als Highlighter raufgeben über die Foundation. Ihr könnt sie euch unter eure Foundation geben, dass das so ein bisschen durchscheint. Heute mischen wir das Ganze mit der Foundation. Die Foundation kostet 11 Euro ungefähr. Und ihr könnt bei Rossmann immer Prozente mit einbringen. Also manchmal gibt es 25% auf Foundations, manchmal könnt ihr dann noch die 10% aus der App kombinieren und so spart ihr halt wirklich, wirklich viel, viel Geld. Und die Love Drops, die kosten glaube ich 10,99 €, ist ein bisschen teurer. Ich habe jetzt halt diese hier, ihr könnt aber auch im Prinzip jede anderen Highlighter Drops benutzen, die ihr schon habt. Es gibt von Catrice ganz günstig welche für 4 Euro, die von Love sind ein bisschen teurer, dafür ist die Verpackung aber auch schön. Davon gebe ich mir so 2 Tropfen auf die Foundation, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, und mische das Ganze hier auf dieser Fläche mit einem kleinen Pinsel. Das ist halt wirklich das Schöne an der Verpackung vom Beauty Blender, dass ihr so eine Fläche habt. Manche haben so Glasschalen. Ich habe jetzt keine, so ein Beauty-Guru bin ich da jetzt auch nicht, dass ich mit so einer Glasschale arbeite. Aber so habt ihr halt einfach wirklich eine schöne Fläche, wo ihr das vermischen könnt. Und ihr könnt das super, super gut reinigen. Ich mache das meistens mit einem Sagrotan-Spray oder einem Desinfektionsspray aus dem Krankenhaus. Wie gesagt, die Farbe könnte jetzt ein bisschen off sein. Ich nehme meistens, damit ich hier meine Augenbrauen schon ein bisschen ausschneide, den kleinen Pinsel, mit der ich die Foundation gemischt habe und ziehe damit hier oben nochmal lang. Unten habe ich ja schon ausgeschnitten und gehe dann mit der anderen Seite von meinem Beauty Blender hier rein und arbeite das Ganze hier ein. Die Maybelline Superstay Foundation ist wirklich sehr, sehr matt. Also ihr könnt natürlich auch eine Foundation benutzen, die halt schon so dewy ist. Ich finde es aber immer schöner, wenn man sich seine Dew-Intensität selbst anpassen kann. Deswegen nehme ich lieber eine matte Foundation heute, um dann mit den Highlighter-Drops, die auch ganz, ganz anders wirken als so eine dewy Foundation. Die dewy Foundation wirkt schnell ölig, mit so einem Drops wirkt das Ganze aber sehr, ja, dewy und nicht ölig. Ich weiß nicht, ob das einen Sinn macht, wenn ich euch das so erkläre, aber wenn ihr wisst, was ich meine, ich glaube, dann wisst ihr, was ich meine. Das ist noch sehr früh, entschuldigt bitte. Ihr könnt sehen, die Maybelline Superstay Foundation ist jetzt im Vergleich ein bisschen hell. Es fällt aber gleich, weil wir mit Concealer und Bronzer und allem rübergegangen sind, nicht mehr wirklich auf. Und das Schöne ist, so habt ihr auch noch mal einen Side-by-Side-Vergleich mit der Deckkraft. Bei der Beauty Blender Seite seht ihr, dass meine Augenringe noch ganz leicht durchscheinen. Die Maybelline Superstay Foundation deckt wirklich alles, alles weg. Ich sehe jetzt noch mit Foundation Lips ein bisschen crazy aus. Ich habe aber im Moment einen Sonnenbrand bekommen auf meinem Lippenbogen. Und damit das Ganze gleich mit einem Lippenstift besser aussieht, decke ich das immer so ein bisschen ab. Ich finde, das sieht immer ganz, ganz komisch aus und ganz schnell krustig.
I'm sorry. Als nächstes machen wir Concealer natürlich rauf und das nächste Produkt ist so eine Hassliebe. Das ist der Make-Up Revolution Conceal and Define Concealer in der Farbe C6. Ich liebe ihn. Es ist aktuell der beste Concealer, den es für mich zumindest auf dem Markt gibt. Aber ich habe mit einer lieben Zuschauerin auf Instagram geschrieben und wir haben beide zusammen festgestellt, dass je näher ich ans Auge komme und ein Concealer ist halt meistens am Auge und ich das zu weit in die Wasserlinie reingebe und das dann ins Auge kommt, dass meine Augen extrem tränen und ich dann hier hinten immer so extreme, ja fast Löcher habe in der Foundation und das sieht ganz komisch aus. Deswegen gebe ich mir den Concealer meistens wirklich nur ein Stück weiter darunter, damit ich den dann hochblenden kann, aber nicht das größte Produkt oder das meiste Produkt in mein Auge kommt. Und dieser Concealer ist in der Kombination mit dem Setting Puder, was ich gleich benutze, wirklich das Beste, was es gibt. Früher war es immer der Catrice Liquid Camouflage Concealer, zwischendurch auch nochmal Tarte Shape Tape. Ich finde aber, dass der Tarte Shape Tape auch viel zu überteuert ist und das ist das perfekte Dupe zum Tarte Shape Tape. Er hat natürlich nicht die Full Coverage wie der Tarte Shape Tape, aber es kommt ihm schon wirklich sehr, 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 sehr nah. Und ihr wisst, ich lasse das Ganze immer kurz so ein bisschen antrocknen. In der Zwischenzeit kann ich schon mal meine Nase verblenden. In dem Moment, wo ihr euren Concealer so ein bisschen antrocknen lasst, kann sich das Pigment einfach anders aufsetzen und das Ganze hat noch mehr Deckkraft. Das könnt ihr mit jedem Concealer machen, wenn ihr dann noch mehr Deckkraft oder die meiste Deckkraft raus haben wollt. Ich gebe mir im Moment auch nur ein ganz, ganz kleines bisschen hier vorne mit auf die Stirn, einfach, dass das Licht in diesem Bereich ist. Weil ich finde, wenn ich noch extrem viel Concealer aufgebe, dann sieht das Ganze ein bisschen cakey aus. So, Concealer ist drauf und jetzt setten wir und das Ganze am besten ganz, ganz schnell. Der Concealer creased nicht ganz so stark, aber ich möchte einfach, dass halt wirklich am besten gar keine Crease da ist. Und ihr wisst, ich schwöre und ich sage es seit Monaten auf das Cody Aspen Puder. Das kostet, glaube ich, 4 oder 6 Euro inklusive Versand bei Amazon. Das ist standardmäßig unten in meiner Infobox verlinkt. Ich habe noch nie so ein gutes Baking Powder probiert. Es stinkt nach sehr, sehr vielen intensiven Gerüchen und Parfum, aber es verfliegt schnell und je länger ihr es habt, desto weniger riecht das dann auch. Am Anfang denkt ihr euch, oh mein Gott, was ist das? Und dann, wenn ihr das so ein bisschen offen lasst, ist es bald fast nicht mehr vorhanden und davon nehme ich sehr, sehr viel. Und gehe dann mit dem feuchten Beauty Blender mit der Concealer-Seite hier rein und presse das auf meinen Concealer. Und ich mache erstmal eine Schicht, die muss nicht ganz so perfekt sein, aber Hauptsache es ist gesettet. Und gehe dann nochmal rein und setze dann noch eine Schicht drauf. Ihr wisst, ich liebe ein sehr, sehr helles Under-Eye, dass es wirklich, dass am besten nichts mehr durchscheint. Ihr habt am Anfang des Videos gesehen, dass ich halt extreme Augenringe habe und da bin ich immer so ein bisschen unsicher. Ich möchte halt, dass da nichts durchkommt. Also wirklich gar nichts. Und das presse ich mir dann auch, alles was noch drauf ist, in mein restliches Gesicht. Alles was ich hier noch drauf habe, das presse ich hier so in meine Stirn rein. Wir brauchen dann nicht noch mehr Produkt. Ich finde, je mehr Produkt man nimmt, desto cakeyer wird es dann natürlich auch am Ende. Und wir haben halt hier schon wirklich extrem viel Produkt. Und zum Schluss hätte ich den Bereich, den ich hier habe, zwischen Baking und der ersten Kontur. Einfach, dass ich da gleich mit dem Konturprodukt reingehen kann. Und lasse das Ganze so ein bisschen baken. In der Zwischenzeit mache ich schon mal meine Kontur. Ich benutze da im Moment sehr, sehr gerne die Tarte Is Pro Glow Palette. Die habe ich mal bei TK Maxx für, ich glaube, 20 Euro gekauft. Und ihr habt halt extrem viele Highlighter-Töne drin, eine Cream-Kontur und eine Puder-Kontur. Aktuell finde ich, dass es tatsächlich meine liebste ist. Ich habe im Moment leider noch keine günstige, perfekte Alternative gefunden zu diesem Produkt. Oder aber, ich weiß nicht, was sich daran erinnert, die Rival de Luxe Chocolate Lovers LE. Das ist auch der perfekte Contour Ton. Damit gehe ich mit so einem großen, abgeschrägten Pinsel hier rein. Der Ton ist sehr, sehr pigmentiert. Ich klopfe ihn immer ab und arbeite dann einfach schon mal die Kontur aus. In der Zwischenzeit kann es immer noch baken. Und ich habe gelernt, je länger es baked, desto besser wird das Ergebnis auch. Und ihr könnt das Konturprodukt schon mal so ein bisschen in das Puder mit einblenden, dass die Kanten einfach nicht so hart werden. Das Ganze hat jetzt, glaube ich, lang genug gebaked und das Ganze nehmen wir jetzt auch weg. Und dazu benutze ich so einen großen, runden Puderpinsel und nehme noch ein weiteres Puder. Es klingt jetzt für die meisten wahrscheinlich nach extrem viel Puder, es ist auch extrem viel Puder, aber so bekommt ihr einfach ein flawless Finish hin. Das ist das Maybelline Superstay Puder in der Farbe 30 Cent, das ist ein bisschen heller und damit gehe ich so ganz leicht rein, klopfe das ab und nehme so ein bisschen mein Baking weg, aber ich swipe das nicht so weg, sondern ich presse das so ein bisschen mehr rein, weil ich einfach auch wirklich das Pigment beibehalten möchte.
Und dadurch habt ihr einfach nochmal so ein bisschen näher an euren Hautton dran und das Ganze sieht wirklich flawless aus. Das ist jetzt nicht der klassische Back-to-School-Look. Wenn ihr wollt, mache ich das sehr, sehr gerne für euch nochmal. Viele von euch hatten danach gefragt und ich habe ungefähr eure Schulbeginnsdaten schon und das machen wir jetzt auch bald. Dann schaue ich nochmal, ob meine Kontur noch in Ordnung ist. Ich nehme einfach nochmal den Pinsel und verblende einfach nochmal so ein bisschen hier mit vor. Einfach, dass man auch das wirklich alles sieht. Aktuell stehe ich total auf das Mineral Puder von Action tatsächlich. Ich habe euch das Video abgedreht. Ich verlinke euch auch das hier in dieser Ecke. Das ist ein loses Puder. Ihr habt mir geholfen. Ich schäme mich ein bisschen. Ich habe eigentlich gedacht, dass man das Puder hier mit rauskommt. Es kommt aber nicht raus. Das ist einfach hier oben drin. Und man nimmt einfach das, was da in der Kappe ist. Oder kann auch mit dem Pinsel dann da reingehen. Ich mache das jetzt so, weil ich nicht so viel Blush haben möchte. Und arbeite schon mal ein. Und das ist für mich, ich finde, der beste Blush, den ich jemals getragen habe. Es ist ein ganz, ganz natürlicher Ton. Er ist nicht so stark, aber auch nicht zu schwach. Und er passt gut zu meiner Hautfarbe und vor allen Dingen zu der Kontur. Und ihr seht so ein bisschen belebter wieder aus. Ich gebe mir dann auch so ein bisschen einfach überall ins Gesicht, dass meine Haut halt auch ein bisschen nach Haut aussieht. Ich habe halt super viele Puderprodukte jetzt im Gesicht und so kann ich das Ganze ein bisschen retten. Als Bronzer benutze ich von Rival de Loop im Moment total gerne meinen Sun Powder. Es sieht extrem schäbig aus. Es ist in der Farbe 04 Matera. Es kann ein bisschen orange sein für viele, aber das ist, für mich funktioniert das im Moment im Sommer sehr, sehr gut, im Winter nicht. Und das tupfe ich, kreise ich auch so ein bisschen rein. Und als letztes kommt natürlich auch noch der Highlighter. Das nehme ich im Moment aus der Essence Wanted Sunset Dreamers Limited Edition. Diesen Marble Highlighter. Der ist super schön. Rennt in die Drogerie und schaut, ob ihr den noch finden könnt, weil das ist für 2,99 glaube ich, kam der das Beste, was ihr kriegen könnt. Und da nehme ich im Moment ganz gerne meine Finger und setze mir das so ganz leicht noch auf. Ich will heute nicht so viel Highlighter haben. Aber ihr könnt den halt auch wirklich aufbauen. Ja, komm, was soll der Geiz? Base ist fertig. Ich sette das Ganze, nehme dafür mein Urban Decay All Nighter Setting Spray. Das ist ein wirklich schönes Setting Spray. Auch das ist viel zu teuer, finde ich. Das ist das Spray von Isana. Geht auch, ihr wisst es mittlerweile. Und dann hatten mich in den letzten Videos ganz, ganz viele nach einer Lippenkombi gefragt, die ich in den letzten Videos immer drauf hatte. Und normalerweise benutze ich nicht so viel auf meinen Lippen. Im Moment habe ich eine schöne Kombi gefunden. Ich benutze von Rival de Loop einen Lip Liner aus der Matte Couture-Reihe. Ich glaube, das ist dieselbe Farbe wie die 08, die es da bei Rival de Loop Young gibt. Als Lip Liner, der ist super schön cremig, ist so ein bisschen bräunlicher und gehe dann mit dem Too Faced Nude Beach Lippenstift einmal nochmal rein. Es ist so ein schönes Nude Rosé Rosenholz und gebe mir das auf meine Lippe. So, das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist Mascara. Das mache ich gleich. Aber seht ihr noch einen Unterschied? Ich glaube nicht. Es, von der Durchsichtigkeit kommt das alles wirklich sehr, sehr nah. Ich habe fast schon wieder vergessen, welche Seite ich mit welcher gemacht habe. Ich sehe keinen Unterschied und das zeigt mir einfach, dass 40 Euro für eine Foundation nicht nötig sein müssen. Ja, klar, ihr habt eine coole Foundation-Flasche, ihr habt eine schöne Oberfläche, wo ihr eure Foundation draufmischen könnt, aber das geht auch alles günstiger. Ich habe es jetzt mit der Maybelline Superstay gemacht und den Love Highlighter Drops. Das Ganze würde noch günstiger gehen. Für mich ist das aber die beste Möglichkeit, um das Ganze so ein bisschen zu imitieren. Und ich wollte euch damit einfach nur zeigen, dass ihr Geld sparen könnt. Und mir liegt das am Herzen, dass ihr so günstig es geht bekommt, aber mit demselben Ergebnis. Ich hoffe, es hat euch so ein bisschen gefallen. Es war mal wieder ein Team Günstmaus-Video. Sie ist wieder da, sie ist zurück. Und ich freue mich, dass ihr hier alle da seid. Vielen Dank, dass so viele in letzter Zeit dazugekommen sind. Ich freue mich mega, es bedeutet mir ganz, ganz viel. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns dann zu unserem regulären Upload-Datum wieder am Montag, Mittwoch und Freitag. Und ich würde sagen, passt auf euch auf, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne meinen Kanal, falls ihr neu seid. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.